Jetzt fehlen nur noch die gemischten Wege, also ein paar Doppelstockwege. Und dann hinten dran noch so ein NTZ-Steuerwagen. Aber überhaupt, die NTZ habe ich nicht in Rot. Das ist schade. Dann könnte ich sonst wirklich so eine richtige Siltal-Komposition bauen, wenn ich noch das einstöckige Rohmaterial hätte, das die haben. Naja, schade. Dafür haben wir jetzt hier einen schönen Wendezug, der 120 fahren kann. So. Dann wird der hier auch ein bisschen mehr ausgeliefert. Sollte ja auch, weil hier haben wir schon wieder sehr viel. Vielleicht müsste ich hier... Nein, ich müsste nicht für mehr Kapazität sorgen, weil der hat ja extrem viel. 435. Und der ist jetzt wahrscheinlich nie voll geworden bisher. Und jetzt wird er dann, glaube ich, erstmals richtig voll. Und macht er dadurch auch mehr Geld. So, 142, das ist okay. Jaja. Ich würde sagen, das können wir mal so lassen und dann... wie ist jetzt das? Das Benzin kommt ja dann auf die Sand und dann haben wir dann hier... Wenn dann noch ein bisschen mehr geliefert wird, endlich... Vielleicht auch noch eine grössere Stadt, aber die Sand ist halt auch sehr winzig. Eigentlich. 86 ursprünglich Einwohner. Ja, das ist tatsächlich so, aber ich frage mich, wie ich noch mehr machen könnte. Ich müsste auch mal eine Autobahn auf die Sand aufbauen. Ich habe hier zwar schon mal eine gut ausgebaute Landstrasse gebaut, die jetzt niemand mehr braucht. Oder? Oder wird die noch gebraucht? Also vom Privatverkehr vielleicht, aber Buslinien sind keine. Nein, nicht einmal den Privatverkehr braucht die. Habe ich die irgendwo auftrennt und nicht mehr neu angeschlossen, oder was? Nein, die ist da drin, aber es will auch einfach niemand hin und her fahren, weil es der Zug gibt, keine Ahnung. Man könnte jetzt halt noch eine Strasse bauen für auf Endorf. Oder eben eine Autobahn, die gerade durch den Berg durchgeht. Dann haben wir hier so ein bisschen die beiden Städte verbunden, vielleicht gibt es einen kleinen Boost. Dann haben wir hier 946 und 50% im Moment. Die Strasse, die hier besteht, die ist halt ein bisschen geschwört. Also vor allem hier ist immer noch der Dreckweg. Und da können wir jetzt mal eine Autobahn bauen. Weißt du was, ich mache das jetzt einfach noch schnell. Es geht ja fix. Dann kommen wir hier aus der Stadt raus. Das tue ich hier. Ah nein, sollte ich nicht wegnehmen, wegen den Lastwagen, die hier noch fahren. Ich tue es einfach noch abzweigen hier. Nehmen wir hier mal die Autobahn-Einfahrt. Ist zwar blöd, das als Einfahrt zu machen, weil es ja eigentlich der Autobahn-Anfang ist. Leck, ist die schmal. Wenn wir es so machen, so zweispurig. Das wäre auch eher etwas. Oder einfach von Anfang an die Autobahn direkt dran schliessen. Das wäre auch eher etwas. He? Ja. Und hier, wenn ich schnell mal schaue, hier müsste es eigentlich gar nicht mehr so einen grossen Tunnel geben, wenn ich hier durch das Tal komme. Dann gehe ich schnell bei beiden Hügeln hier, dann komme ich hier so in der Mitte durch. Dann kann ich hier noch schnell oben durch, über diesem Tunnel. Und dann dort hier an die Hauptstrasse anschliessen. Perfekt. Dann sollte ich hier nicht zu fest nach rechts, sondern genau so nach links. Jetzt können wir das so machen. Und jetzt baue ich einfach mal die erste Fahrtrichtung und dann noch die andere. Das baue ich effektiv als ein grosses Stück. Machen wir mal bis hier. Wie steil geht es hier rauf? Es geht schon ein bisschen bergauf. Dann hier wieder oben runter. Also ein kleiner Abgang hier. Vielleicht geht, ja, nicht geht so steil, aber... So, weg. Wenn das so lag, ist es nicht einfach. Wenn wir hier noch in einem Tunnel drin bleiben und einfach hier vor rauskommen, wahrscheinlich ist das gut. Dann gehe ich einfach noch ein bisschen runter. Vielleicht nicht gerade so viel. Ja, aber so viel hoch auch nicht. Eigentlich ist das ein Zeug. Ich gehe noch ein bisschen runter, aber dann nicht zu weit, weil hier sieht es aus, als würde es dann fast noch eine Brücke geben. Man hat ja auch nicht unbedingt etwas dagegen. So, haben wir das hier? Genau, sehr schön.
Nachher hier noch weiter. Es gibt auch dort hier eine Brücke, aber nicht eine. Das ist nur, wenn wir hier noch oben bleiben, das wollen wir auch nicht. So, gehen wir schön flach runter. Und dann hier, ja, wäre es am schönsten, wenn man gar keinen Bahnübergang mehr daraus macht. Da könnte jetzt noch eine schön elegante Brücke drüber ziehen. Da hier gehen wir noch auf einem Damm weiter, so, und dann von diesem Damm einfach noch schnell drüber hüpfen. Dann braucht es eigentlich diese Strasse hier gar nicht mehr. Die kann man dann abreißen. Ironischerweise sind hier ziemlich viele Fahrzeuge unterwegs. Komisch. So, dort hier kann ich nicht gerade rein. He? Jetzt nehme ich auch diese Verbindung doch mal schnell außer Betrieb. Nachher gehen wir hier mal oben drüber und schauen, wie ich das hier anschliesse. Also das bleibt so. Und dann einfach mit M hier so eine Brücke bauen. Jetzt ist das nicht symmetrisch, das stört mich. Ja, vielleicht so. Obwohl das nicht so steil sein müsste. He? So wird es trotzdem asymmetrisch. Naja, mit dem kann ich leben. Was nehmen wir hier für eine Brücke? So rein auch. Voilà, und dann, wie schließen wir das an? Hier einfach nur noch zweispurig. Und gegenrichtig, kann ich die da rausziehen? Ja, kann ich. Das müsste ich dann auch so machen. Das ist doch ein bisschen komisch, dann, aber egal. Gehen wir mal hier auf Bodenhöhe. Ist vielleicht ein bisschen steil dann. Und dann das ungefähr parallel bauen hier. Das wird jetzt dann lustig. Vielleicht baue ich es hier mit ein bisschen Abstand. Weil ich jetzt gerade faul bin, das irgendwie anders zu machen. Kann ich da... Ja, das wird jetzt auch wieder ein komisches Konstrukt hier. Und so geht es nicht einmal. Geht also schon mal nicht so. Das, ja, es ist halt auch hier viel zu eng. Das ist eine blöde Tatsache. Vielleicht sollte ich das hier einfach mal als so breite Strasse rausziehen. Dass wir hier die drei Spuren schon haben. Es scheint ja zu funktionieren. Und dann... dann wird es eben lustig. Das so runterziehen und in die andere Richtung so... Aber auch nicht möglich. Das muss hier weiter hinkommen. Also warte. Das ist jetzt ein kleines Summe. Nein, so weit ist sicher nicht. So wie vorhin, nur noch ein nach rechts zeigend. Genau so. Dann kann man nämlich hier so reinkommen mit der Kurve und ebenfalls mit der Kurve rausziehen. Geht das immer noch nicht? Muss das wirklich so viel scharf abzweigen? Ja. Sieht so aus, wieso kann ich das nicht anders machen? Hey, Landsack. Was ist, wenn ich das mal zuerst schnell von dieser Seite her nehme? Also so, genau. Ja, so sicher nicht. Aber so, jetzt kann ich hier ja schon raufkommen. Noch ein bisschen, so. Dann die Sache umdrehen. Voilà. Dann hier das letzte Stück noch runterziehen. Ist halt hier so ein, komischer Bogen, aber immerhin ist es symmetrisch. So einigermaßen. Dann gehe ich hier schon ein bisschen weiter rum. So. Dann geht es hier rauf. So gut wie es auch geht. Jetzt muss ich hier noch über das Gleis kommen irgendwie. Boah. Müssen wir halt hier so eine Schleife machen, wie bei einer Autobahnauffahrt. Ist es ja auch im Endeffekt. Aber es wäre schöner, wenn man es schön gerade machen könnte.
jetzt muss ich halt schauen, dass ich es hier herbekomme, dass ich hier schon mal gerade kommen kann. Und das hier als Brücke. Das bringe ich nicht her. Höchstens, wenn ich es so mache. Nachher hier so. Nachher probieren. Das einfach zu halbieren hier. Nein. Was hat jetzt das hier die ganze Strasse abdeckt? Komisch. Jetzt das hier oben behalten, dass ich es bauen kann. Dann kann ich ihn fortnehmen und ihn auch. Und jetzt habe ich dort den Brückenansatz. Ich kann hier endlich weitermachen. Und hier würde ich jetzt schauen, dass ich noch so etwa gleich aufbleibe. Dafür geht jetzt das hier so blöd auf. Könnte man das eventuell noch verbessern? Nicht bevor hier das Zeug gebaut ist. Jetzt gehen wir einfach zu hoch oben durch. Bringe ich es aber jetzt überhaupt noch her? Ist die Frage. Kollision. Ah ja, schau, so ging's. Es muss halt ein bisschen weiter oben durch, weil dort die Strasse, das Gleis, auch gegen rauf geht, logisch. Aber wenn es halt nur so ist, macht es halt hier so einen komischen Sprung. So, jetzt muss ich das hier schauen, dass ich das einfach so ein bisschen parallel herüberkomme. Das ist halt auch ein schwierig. Mist, jetzt habe ich Shift zu früh losgelassen. Genau, wegen dem ist es eben schwierig, das parallel herzubekommen. Da gibt es, glaube ich, nicht irgendwie Hilfslinien oder so, die man kann aktivieren kann, wie bei City Skylines oder so. So, da hier schaue ich, dass ich mal auf die gleiche Höhe komme. Ja, das ist, glaube ich, sogar recht gut. Dann gibt es hier den Gegentunnel. Hier habe ich einen recht schönen Radius verwünscht. Also so hier nicht, aber so kommen wir doch ziemlich gleichmäßig um die Kurve. Und jetzt machen wir das hier so. Ich führe das hier schon da vorne zusammen. Dann werde ich das hier ersetzen, wenn es geht. Boah, nicht möglich, Mist. Aber es geht wegen dem hier unten, oder? Ich würde schon das noch einmal frisch bauen. Da hier ist der Kreuzungspunkt, einfach mit seinem Nichts nebendran. Bauen nicht möglich. Kann ich hier mit dieser Strasse keinen Bahnübergang bauen, oder was? Mal, es geht schon. Das ist ein riesen Bahnübergang für das eine Gleis. Ja, dann würde ich halt das noch in die Stadt reinziehen. Ah, dort ist nicht der Weiche, das ist... Ah nein, es ist kein Weiche dort. Ist dort ein Signal? Das auch nicht. Oder haben wir den Bahnhof noch weitergezogen? Komisch. Dann baue ich es halt mal bis hier. Da hier näher über das Gleis. Näher dort rein funktioniert sogar. Ja, dann wäre es das. Dann haben wir jetzt hier eine wunderbare Autobahn für von Zandt auf Endorf. Mit sehr langen Barrieren am Bahnübergang. Das ist wirklich krass. Wie lange die sind, die müssen doch in der Mitte durchbiegen, wie die jetzt hier abbauen, wenn sie zu sind. Die kommen mit dem Spitzhammer fast am Boden runter. Dann haben wir hier die Aufspaltung hier vorne. Das ist noch gefährlich, da könnte man noch ziemlich leicht auf die falsche Seite kommen. Wenn man nicht richtig schaut. Und die kann man sogar noch kehren, theoretisch. Das ist auch ein bisschen unnötig, aber es geht. Und dann haben wir jetzt unsere erste so richtig grosse Autobahn. Ja, sieht noch schick aus, so leer, rundum nichts. So eine wellige Autobahn. Ja, jetzt müsste nur noch jemanden brauchen. Für das müsste ich vielleicht... Ah, die alte Verbindung ist sowieso schon ausser Betrieb. Da kann man das hier noch schnell abreißen. So, braucht sie das auch nicht mehr. Und dann haben jetzt... Die Familie, die hier wohnen, das Glück, dass sie hier direkt am Autobahnanschluss wohnen, der übrigens extrem hässlich aussieht.
Und du hast gerade einen von den Isuzu, oder? Da. Jo. Aber fahren jetzt hier Personenverkehrfahrzeuge? Ja, schau hier, da fährt jetzt der Erste. Die Christina Braun fährt als Erste über die Autobahn. Fährt gerade von Anfang an links, das ist schon toll. Wie wär's mit Rechtsfahrgebot? Ist auch deren nicht bekannt. Und die hat doch ein Mühe, den Stutz aufzukommen, he? Und so, was sehen wir da? Die, okay, Wohngebäude Endorf. Ah, ist das dort, wo sie wohnt? Und dann geht sie ins Gewerbe Bendhof. Also sie geht auf Bendhof und dann geht sie noch auf Feichten mit dem ÖV. Und die fährt hier durch für auf Bendhof. Ist das wirklich die beste Verbindung? Ah, die muss jetzt hier durch, dann hier über diese Strasse. Dann hier über den Fluss, dort hier ist die Strasse, dann kommt sie auf Bendhof. Okay. Es sieht so aus, als müssten wir auch unser Autobahnnetz noch ein bisschen erweitern irgendwann. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein bisschen etwas gemacht. Jetzt haben wir hier zwar immer noch plus 50%, aber 971 schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Einfluss hat oder nicht. Ist auch schon ein bisschen besser erschlossen mit der ersten Autobahn. Ist ja quasi so ein bisschen ein Pilotprojekt gewesen. Gut, was haben wir jetzt hier noch so für einen Bedarf? 13E3 wird hier auch ziemlich gefragt. Das ist sehr schön. Die Leute wollen mit dem TGV fahren. Ist jetzt zwar nicht ganz voll, aber ist nicht so tragisch. Und was haben wir hier noch so? S11, okay. Also die S1 hat jetzt hier dafür einen riesen Bedarf. Muss jetzt doch noch eine Doppeltraktion daraus machen. Hier auch. Hier ist er gerade abgefahren. Mit 28 genommen. Also durch hier will ich einfach nicht viel fahren. Das ist es. Aber hier. Definitiv. Dort nicht. Nur zwischen den beiden Orten. Also von hier will ich viel auf Neue Kleinwelsbach. Vielleicht müssen wir die S1 einfach gar nicht mehr da vorne ziehen. Dass die nur noch hier hin und her fährt. Das wäre eigentlich auch eine gute Konsequenz. Wieso mache ich das nicht einfach so? Nein, wir haben nicht so Konflikte da. Der muss der hier nicht das ganze Gleisfeld noch überqueren. Wobei, der kommt ja da unten durch. Das ist also nicht so schlimm. Aber wenn hier wirklich nicht so der Verkehr ist, dann würde ich sagen, ist das jetzt die letzte Tat in dieser Aufnahme, dass ich hier Feichten rausnehmen. So, und da findet ihr jetzt den Weg nicht, weil hier die Weiche nur in die eine Richtung existiert. Jawohl. Da muss ich auch die Feichten noch schnell das andere Gleis wählen. Voilà. Und bringt zwar immer noch nichts, wegen dem Einbahnsignal hier. So, jetzt ist das gelöst. Jetzt kommt ihr hier rein, geht auf das Gegengleis, fahrt zurück. Perfekt. Und dann könnte man tatsächlich, weil hier schon nicht so viel los ist, noch einen zweiten Zug auf die Linie schicken oder eine Doppeltraktion daraus machen. Ah, er findet jetzt den Weg nicht mehr. Jo. Moment. So. So, jetzt habe ich zu viel gedrückt, aber jetzt hat es, glaube ich, geklappt. Wieso ist es jetzt schon wieder so dunkel? In Preview und hier ist es normal. Und da sind im Fall die falschen Türen offen, nur so zu sagen. Da hat auch der, der die Mod hat gemacht, die Türen verwechselt. Das ist jetzt schade. Das ist nicht sehr schön. Aber hey, man kann nicht alles perfekt machen. Gehen wir schnell auf den Führerstand schauen. Hier fehlt die Steuerung. Das funktioniert auch mit Gedankenkontrolle hier. Aber immerhin haben wir ein Horn. Ja gut, das ist ein Standard. Das ist nichts speziell. Gehen wir hier nachher zurück in den Fahrgastraum. Ja, ist ganz nett gemacht. Klassisch, nicht zu viele Details. Fast ein bisschen High-Poly. Auch hier sehen wir es so richtig, wie die Polygone, wie die Flächen hier gemacht sind am Sitz. Ist fast ein bisschen übertrieben detailliert. Also die Abrundung hier an den Sitzen, die müssen nicht unbedingt so smooth sein. Aber naja, solange es nicht lägt, wenn man den Zug auf die Strecke tut, ist es doch nicht tragisch. Also hier, auf Zürich steht hier. Also quasi Normalzug. Nicht der Express, sondern einfach normal. Haltet an jeder Station. Das bedeutet es.
gut. Oh, jetzt werden wir hier noch von einem DPZ überholt. Wir fahren dann unten durch. Das ist schon ein cooles Bild hier. Sehr schön. Jetzt könnte ich gerade ein Thumbnail brauchen. Vielleicht denke ich daran, mach das dann. Okay. Hier mal raus. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt gewesen von dieser Aufnahme? Was macht hier der Intercity? Ui, da ist schon wieder niemand drin. Du. Ai, ai, ai. Sind die so schlecht verteilt, oder was? Oder haben wir hier einfach nicht den Bedarf dafür? Zeig mal. Hier. Intercity 1. Ah, da hält er auch nicht. Der fährt hier auch durch. Ah, der fährt auch nonstop auf Schofstedt. Und dort ist auch gar kein Bedarf. Ich glaube, wir haben dort ein bisschen zu viele Züge auf dem Intercity 1. Ich muss wahrscheinlich einen rausnehmen. Ja, schau dir das mal an hier. Sie sind ja überhaupt nicht gut besetzt. Wäre also das Erste, was ich machen müsste. Längt es sich, wenn ich meine Kamera hier zu Schofstedt platziere, dass ich daran denke, dass ich genau das machen muss? Ah, schau hier, unser ICN. Cool. Und hier würde ich jetzt definitiv nicht einsteigen. Das habe ich auch mal erlebt. Das Bio war eine Kupplung. Also zwei Einheiten, die zusammen sind gekuppelt worden. Und die vor ist gestanden, ist zu wenig weit vorgefahren, dass die hinten dann ist gekommen, angeguckt und hinten rausgeschaut. Und weil es halt organisatorisch auch ein bisschen mühsam war, die vorherige Einheit noch ein bisschen vorzuschieben, haben sie es halt einfach so gemacht, dann hat man halt dort hinten durch im Gleisfeld offen gehabt. Jetzt hat einer geschaut, dass niemand hier hinten geht, immerhin. Genau, aber das ist jetzt nebensächlich. Ich tue die Kamera mal hierher. Und dann denke ich hoffentlich daran, dass ich dann schauen muss, dass der Intercity 1 etwas weniger Wege überkommt. Vielleicht werde ich einfach eine Komposition ausscheiden dort und mal schauen, wo ich die dann einsetze. Das wird dann spannend. Vielleicht könnte ich wieder mal ein paar EW2 verkaufen. Das wäre auch etwas. Ich glaube immer noch recht viel im Depot. Oder? Naja, egal. Dort hinten dreht sich die Bratwurst und ich verabschiede mich. Ich kann jetzt sicher auch etwas zu Nacht essen, darum passt das noch gut. Vielleicht nicht gerade Bratwurst, aber egal. Schön, dass du dabei warst, freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir noch ein wunderschönes Tag. Ciao!